Fußball-Drittligist Energie Cottbus war am Sonntag zu Gast im Hoyerswerdaer Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion. Angetreten wurde bei dem Testspiel gegen den Kreisligisten FC Lausitz. Mit einem klaren Ergebnis der Profis hatte sicher jeder gerechnet, nicht jedoch mit einem Torfestival. Das Spiel endete 33:0. Rund 800 Zuschauer verfolgten die Partie. Nach Spielschluss waren Autogramme unter anderem von Energiekapitän Uwe Mörle gefragt.